Jetzt kommt das große Aber. Das war schon erstaunlich, wie schnell dann auch im Laufe der Zeit die Kilometer wieder hochgingen. Was habe ich denn dann für einen Anreiz, das Auto häufig zu laden? Im Prinzip ist Folgendes passiert. Auf der letzten gut Dreiviertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde so ungefähr, nicht einen einzigen Kilometer elektrische Reichweite verloren. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Plug-in-Hybride sind ja für viele Elektrofahrer, nicht wahr, Julian? Ja. Wirklich ein Graus oder ich sag mal so die Ausgeburt der Hölle. Und die Plug-in-Fahrer, die finden es total toll, die finden es klasse. Uns ist da bei näherer Betrachtung mal etwas aufgefallen, das vielleicht gerade in eine falsche Richtung läuft. Mhm. Und das sollte unbedingt genauer betrachtet werden. Wenn euch das interessiert, wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Aber was hältst du von Plug-in-Hybriden? Also meine Meinung ist dazu relativ klar. Es ist eigentlich eher eine Sache, wie wird das Ding genutzt? Mhm. Na, also die Möglichkeit, da was für die Umwelt rauszuholen, also sprich mit weniger mit Benzin zu fahren, liegt ja eigentlich an jedem und an jeder, der in so ein Fahrzeug einsteigt. Also sprich, ob ich das Ladekabel raushole oder eben nicht. Es gibt schon noch so ein paar Modelltypen. Ich sag nur mal Stichwort Kombi. Mhm. Ja, da bist du natürlich beim reinen BEV ein bisschen nackig noch. Ja, mhm. Und beim Plug-in findest du halt da eine große Menge. Die sind auch besser geworden, wenn ich so damals so an einen der ersten Plug-in-Hybriden denke, den Prius 3 Plug-in-Hybrid mit 13 Kilometer Reichweite effektiv. Da sind wir heute schon ein bisschen weiter, muss man sagen. Da sind wir definitiv schon ein bisschen weiter. Es gibt auch mit Schnelllademöglichkeit. Das wollte ich gerade sagen. Genau, ist schon dabei. Also von daher ist das schon ganz okay. Und trotzdem, ihr kennt das und wir kennen das, die Diskussion um das nicht ausgepackte Ladekabel ist ja immer noch da. Und es wird ja auch wild darüber diskutiert und spekuliert, wird man jetzt irgendwie den Plug-in so ein bisschen, sage ich mal, die Daumenschrauben anlegen. Man strebt so einen elektrischen Fahranteil von 50-60% an. Genau, und zwar wollte die Bundesregierung, oder zumindest hatte man es mal irgendwann mal öffentlich bekannt gegeben, dass man die Besteuerung oder die Förderung von Plug-in-Hybriden an dem elektrischen Fahranteil sozusagen festmachen möchte. Mhm. Und da ist ja dann tatsächlich etwas interessant, weil natürlich nur, wenn du elektrisch fährst, sollst du halt auch diese 0,5% Besteuerung bekommen. Die Frage ist immer, wie will man das umsetzen? Will man das mit dem OBD-Dongle umsetzen? Mhm. Will man das bei der Inspektion auslesen? Etc. pp. Mhm. Aber du bist da, oder wir haben uns mal unterhalten darüber, und du bist da etwas auf der Spur, sage ich jetzt mal, wo du gemerkt hast, wie man das ganze Ding umgehen könnte. Ja, genau so ist es. Ich habe jetzt mal Folgendes gemacht, weil ich mir dachte, naja, es gibt ja bei vielen Plug-in-Hybriden auch die Möglichkeit, die in so einen Charge-Modus zu versetzen. Mhm. Das heißt also, der Verbrennungsmotor lädt eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit die Batterie nach. Das ist im Prinzip das gleiche, oder das ist dann im Prinzip das gleiche Prinzip wie bei so einem Vollhybriden, und zwar über diese Lastverschiebung. Genau. Funktioniert richtig. Das heißt also, das, was er gerade nicht für den Vortrieb benötigt, lädt er in die Batterie. Genau so ist es. Das klingt ja erstmal verführerisch, weil du sagst, das ist ja Kraft, die ist ja sowieso da. Richtig, das geht auch so in Richtung wie das eines Seriell-Hybriden. Ja, du hast einen Verbrennungsmotor an Bord, aber der treibt den Wagen nicht direkt mechanisch an, sondern der erzeugt den Strom und das Auto fährt voll elektrisch. Und jetzt merkt ihr schon, wo es hingeht, obwohl ich gar nicht lade. Beziehungsweise ich lade schon, aber ich lade nicht an der Ladestation, sondern ich lade über Sprit. Und also ich nutze Benzin und lasse meinen Motor wie einen Generator arbeiten und fahre dann mit dem Strom, der dabei generiert wird. So, und jetzt das bedeutet ja im Umkehrschluss, diese ganze Diskussion um Kohlestrom im BEVs ist ja völlig obsolet, wenn du plötzlich, ich sage jetzt mal, ölhaltige Flüssigkeiten verbrennst, um dir dann daraus deinen Strom zu generieren. Ja, genau so ist es im Prinzip. Und ich wollte einfach mal wirklich wissen, geht das? Also erreiche ich mit einem modernen Plug-in-Hybriden 50-60% elektrischen Fahranteil, ohne das Ding zu laden? Okay, dann Spoiler vorweg. Ist es denn geglückt? Und wie das Ergebnis genauer aussieht, sagen wir dann hinterher. Aber ist es erstmal geglückt? Tatsächlich ja. Okay. Und es war mehr als easy. Du hast ja die Kamera mitgenommen. Wir blenden euch das jetzt mal ein. Wir zeigen euch mal so ein paar Szenen, wie Julian da unterwegs war.
Ich hatte darum gebeten, den Wagen mit leerer Batterie zu übernehmen, was dann leider nicht so war. Der Wagen war also ein bisschen geladen. Ich hatte, glaube ich, so um die 40 Kilometer Reichweite drin und bin dann also erstmal im rein elektrischen Modus losgefahren. Bin also erstmal ein Stück durch Potsdam gefahren, ein Stück über die Autobahn gefahren, um ihn erstmal ein bisschen runterzuladen. Und bin letztlich dann runtergekommen auf rund 30 Kilometer. Das ging super, der ist ganz toll elektrisch gefahren. Also fand ich einwandfrei, hat sich angefühlt wie ein normales E-Auto. Alles ganz normal, alles ganz prima. Und bin dann irgendwie bei, ich glaube, 30 oder 32% bin ich dann runter von der Autobahn und habe dann diesen Charge-Modus aktiviert. Bin also stehen geblieben, habe den Modus gewechselt. Das geht ganz einfach über so eine Taste. Ja, und was passiert, was passieren musste? Der Verbrenner springt an und er hat also dann auch, das kann man auch, und das seht ihr hier auch in den Aufnahmen, die ich gemacht habe, fleißig den Akku geladen. Also man sieht so, wie man kennt man ja von diesen verschiedenen Display-Anzeigen, wie die Energie, wie der Energiefluss ist. Und der Energiefluss ging also sehr fleißig in die Batterie rein. Und er hat auch nicht schlecht geladen. Also das war schon erstaunlich, wie schnell dann auch im Laufe der Zeit die Kilometer wieder hochgingen. Und wenn man dann weiterfährt, dann sieht man in diesem Diagramm auch, dass er mal die Energie sozusagen direkt in den Antrieb setzt, aber die ganze Zeit auch wieder den Akku dabei lädt. Das macht er also die ganze Zeit. Und ja, er macht aber dann eben Folgendes, dass er ab und zu dann wirklich auch mal für längere Strecken den Verbrenner ausschaltet. Dann fährst du wieder rein elektrisch. Und dann macht er irgendwann mal wieder so für 2-3 Minuten den Verbrenner an, lädt die Batterie nach und du fährst wieder weiter rein elektrisch. So, also das heißt, er arbeitet nicht wie ein serieller Hybrid, dass er also praktisch den Wagen, den Verbrennungsmotor nicht nutzt, um die Räder direkt anzutreiben. Er treibt auch die Räder direkt an, aber wie du es vorhin angesprochen hast, er packt eben immer den Motor in diesen Punkt des besten Wirkungsgrades und was er eben nicht gerade zum Vortrieb braucht, jagt er über den Generator, um Strom zu erzeugen. So, und in diesem Modus bin ich dann eine ganze Weile durch die Gegend gefahren. Also fast eine Stunde bin ich in diesem Modus durch die Gegend gefahren. Und im Prinzip ist Folgendes passiert, nämlich der Akkustand oder die angezeigte elektrische Restreichweite hat sich überhaupt nicht mehr verändert. Die blieb dann irgendwann bei 35 Kilometer wie festgenagelt. Und du konntest fahren. Ich bin durch die Stadt gefahren, ich bin ein bisschen über Land gefahren, habe verschiedene Touren gemacht, was halt so möglich war in der Stunde. Und du konntest immer wieder beobachten, wie er mal so eine Minute nur den Verbrennungsmotor nutzt, um den Wagen anzutreiben. Und dann aber gleich wieder anfängt, die Batterie zu laden. Dann hat er die Batterie eine Weile mitgeladen und hat den Verbrennungsmotor wieder ausgeschaltet. Das hat er technisch gesehen total super gemacht. Also er hat quasi immer versucht, den Akku voll zu lassen. Also zumindest auf einen Stand zu halten. Mhm. Auf einem Stand zu halten. Es waren hier diese etwa 35 Kilometer, die er die ganze Zeit gehalten hat, bis zum Schluss. Und das ging die ganze Zeit so. Und irgendwann bin ich wirklich echt, ja, wie soll ich sagen, fast schon stutzig geworden, weil du hast ja diese Anzeige, die könnt ihr hier auch sehen, der Anteil der gefahrenen elektrischen Kilometer, das zeigt der Ford Kuga an. Er zeigt also zwei Anzeigen an, nämlich einmal die gefahrenen Kilometer während dieser Probefahrt und die davon rein elektrisch gefahrenen Kilometer. Wird auch unterschiedlich farbig angezeigt. Ich bin jetzt 38,4 Kilometer mit dem Wagen hier gefahren. Und 23,3 bin ich davon rein elektrisch gefahren, laut Bordcomputer. Der Verbrauch hier mit 3,4 Liter finde ich schon mal ganz prima. Aber, jetzt kommt das große Aber. 23,3 Kilometer von 38,4, das sind ziemlich genau 60%. Das heißt, ich habe vermutlich die kommenden Anforderungen erfüllt. Auch wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen was davon abziehen wegen vorausschauendem Fahrstil oder keine Ahnung was, habe ich auf der letzten gut dreiviertel Stunde so ungefähr nicht einen einzigen Kilometer elektrische Reichweite verloren. Das heißt, man kann mit so einem Fahrzeug ohne Nachladen an der Steckdose diese 50 oder 60% elektrischen Fahranteil erreichen. Und den Strom, den ich verfahren habe, gerade so in den letzten 20, 25 Minuten, der ist rein generatorisch im Auto erzeugt worden, das heißt auf Sprit.
bisschen Rekorder ist klar, ist dabei, ein bisschen Bremsenergierückgewinnung ist dabei, das ist klar, aber der Löwenanteil, wahrscheinlich so 80, wenn nicht 90%, sind generatorisch erzeugt worden. Was habe ich denn dann für einen Anreiz, das Auto häufig zu laden? Gar keinen. Und deswegen machen wir dieses Video, um alle, die an dieser Politik, wie auch immer, an dieser Neugestaltung, dieser Plug-in-Hybrid-Geschichte mitzumachen. Ihr müsst euch darüber klar sein, dass man diese 60%, das ist 50%, keine Ahnung, Fahranteil, um irgendeine Prämie, Förderung, Steuergutschrift, was auch immer zu kriegen, die kriegt man auch zustande auf Sprit, ohne das Fahrzeug zu laden. Und das wäre dann ungefähr, das ist ja dann ungefähr so, wie wenn man darüber diskutiert, ob ein E-Auto halt eben, was weiß ich nicht, an irgendeinem Generator, an einem Dieselgenerator. Genauso ist es, als wenn ich mir einen Generator hinten in den Kofferraum gepackt hätte und hätte die ganze Zeit den hinten knattern lassen und hätte damit den Wagen geladen. Im Prinzip so wie früher beim i3 Rex. Ne, nur, dass das ein voll seriell Hybrid war. Aber wenn man es jetzt realistisch betrachtet, kann es sein, dass du so einen Plug-in-Hybriden nach dem Leasingende mit noch einem eingepackten Kabel zurückgibst und trotzdem von der steuerlichen Bevorzugung profitierst, weil du halt über 50% oder 60% dann elektrisch gefahren bist. Genauso ist das. Also klar, du kannst ihn laden, aber natürlich. Du musst ihn nicht mal laden, um diese Werte zu erreichen. Nein, genau das ist es. Und das ist ja auf der einen Seite, für den einen oder anderen, der wird sagen, es ist ja toll, aber eigentlich ist es ja... Betrug. Nicht nur Betrug, sondern es ist salopp gesagt scheiße. Im Prinzip, Weil du hast mit diesen elektrischen Kilometern ja nichts gewonnen. Du bist ein bisschen effizienter unterwegs? Definitiv, ja. Ich bin ein bisschen effizienter im Betrieb, als wenn ich im reinen Verbrennermodus fahre, weil er halt dort den Motor nicht in diesem besten Wirkungspunkt lässt. Also ich erhöhe ein bisschen die Effizienz, aber ich darf mir nicht in die Tasche lügen und sagen, hey, ich bin hier so und so viel Prozent elektrisch gefahren. Das ist ja nicht elektrisch mit Strom aus Ökostrom, sondern das ist Strom, den ich mir an Bord mit Hilfe von verbranntem Benzin erzeugt habe. So, und jetzt ist es ja wahrscheinlich so, wenn diese Forderung, diese Regelung kommt, dass ein Plug-in-Hybrid nur die Förderung bekommt, wenn er diesen Fahranteil nachweist und der Bordcomputer kann jetzt nicht unterscheiden, woher kam der Strom? Er kann ja nur unterscheiden, wie viele Kilowattstunden wurden hineingeladen. Richtig, er müsste also eigentlich unterscheiden können, kam der Strom aus dem Motor oder kam der Strom von der Typ-2-Buchse? Das ist es eigentlich, was er unterscheiden müsste. Und ich glaube nicht, dass die das unterscheiden können, sondern der sagt einfach, okay, rein elektrischer Fahranteil, keine Ahnung, 55%, 60%. Und ich bin mir sicher, da geht auch noch mehr, wenn man noch ein bisschen das Auto besser kennt. Und dann kann ich diese Förderung vielleicht am Ende oder die steuerliche Begünstigung abgreifen und sage, mein Kabel ist immer noch eingepackt. Was wäre da jetzt das Resultat unserer Forderung an die Politik? Naja, das Resultat wäre, dass die Hersteller dazu verpflichtet werden, die Software in den Autos so zu verändern, dass man sagen kann, okay, der reine elektrische Fahranteil, der alleine reicht nicht aus für den Nachweis. Sondern ich muss differenzieren können zwischen, woher kommt der Strom? Kommt er aus Benzin oder kommt er aus der Steckdose? Richtig, genau. Und das kann man mit Sicherheit, wenn man diese beiden Werte hat und den elektrischen Fahranteil und den Gesamtfahranteil, kann man das ausrechnen. Und dann müsste man sagen, okay, es wird nur gegeben, wenn. So, mir ist aber noch ein weiterer Punkt aufgefallen, weil ich meine, wir wissen das ja alle, Hybride, E-Fahrzeuge, Plug-in-Hybride rekuperieren ja. Ja. Und alleine durch Rekuperation kann man ja je nach Fahrsituation zwischen 20% und 30% Strom erzeugen. Wenn ich also ein gutes Fahrprofil habe und da jetzt auch noch viel rekuperiere, ja, dann mache ich mir ja auch wieder elektrische Kilometer beim Plug-in-Hybriden, die aber eigentlich auch wieder auf Benzin basieren, weil ich musste das Fahrzeug ja vorher mit Benzin beschleunigen. Es sei denn, du hast es am Hang geparkt. Es sei denn, ich habe so eine Escher, so ein Escher-Gelände, wo ich immer nur bergab fahre, auch wenn ich bergauf fahre. Ja, genau. Also das heißt, meine Forderung wäre sogar, dass man den Anteil der rekuperierten Kilometer rausrechnet. Der normale Hybrid rekuperiert ja auch Energie, die er ursprünglich aus Benzin generiert hat. Also dann kannst du nicht mehr unterscheiden, ist auch dann der Plug-in-Hybrid nicht besser als der Hybrid und der Hybrid bekommt ja auch keine Förderung. Also wenn man ganz streng ist, ist jetzt meine Meinung, wenn man jetzt ganz streng wäre und so streng wird man wahrscheinlich nicht sein, dann würde ich sagen, man müsste, wie gesagt, differenzieren, wo kommt der Strom her
und den RECO-Anteil rausrechnen. Aus meiner Sicht. Wird natürlich jetzt steuerungs- und mechtechnisch immer komplizierter. Weil eigentlich möchtest du aber wir sind ja auch in Deutschland, wir wollen ja nicht so langweilig. Nee, um Gottes Willen. Also dann wäre ich dafür, dass wir zwei Batterien einbauen. Eine, die wird extern geladen und die andere wird vom Motor geladen. Naja, Spaß beiseite. Also, aber ich hoffe, ihr merkt schon, das Thema ist natürlich auf einer gewissen Art und Weise sehr komplex. Ne? Aber wir haben uns da mal wirklich Gedanken drum gemacht und haben gesagt, letztendlich geht es ja nicht darum, dass irgendjemand günstiger fährt oder irgendjemand einen Benefit davon hat, sondern dieser Benefit wird ja ausgelobt, weil du sauberer unterwegs sein sollst. Genau. Und wenn du das System aber so einfach umgehen kannst, richtig, und dann nicht, es quasi fürs Klima null Wirkung da ist. So gut wie nichts, ja. Aber es alles super aussieht und du dann eben auch noch mal begünstigt wirst, dann ist es ein Thema, wo wir sagen, da muss man, egal wie, man wird es nicht allen recht machen können, aber egal wie, da muss man auf jeden Fall noch mal ran. Genau, und der Appell eigentlich von diesem Beitrag oder von unserem Video ist eigentlich wirklich an die Leute, die da was zu entscheiden haben, dass denen klar wird. Und damit wollen wir diejenigen nicht irgendwie jetzt hier irgendwie angreifen, sondern es muss einfach klar sein, nur die Heranziehung dieses Wertes, wie viel Kilometer bist du elektrisch gefahren, sagt nichts darüber aus, ob der Plug-in-Hybrid tatsächlich mit Strom aus der Steckdose geladen wurde oder ob er sich den Strom eben selber generiert hat. Und soweit ich weiß, verfügt so gut wie jeder Plug-in-Hybrid über diesen Charge-Modus. Er heißt dann oftmals nur Hold oder wie auch immer. Genau. Ja, da gibt es verschiedene Varianten. Manche haben auch die vier Modi. Ne? Dann ist der Hold wirklich nur halten und der Charge ist wirklich aufladen bis zum geht nicht mehr und was weiß ich was alles. Aber irgendwie, das haben die irgendwie alle auf dem Kasten. Und wie gesagt, also letztlich, wenn es so tatsächlich wäre, dann könnte auch zum Beispiel so eine Firma wie Toyota ankommen und sagen, hey, wir schaffen mit unseren Vollhybriden auch 60% Fahranteil. Wir wollen die Förderung auch haben. Weil das dann genau das Gleiche ist. Ja, Technik. Ja. Genau. Der Prius hat auch immer wieder kurz den Akku geladen und ist dann elektrisch gefahren. Akkuladen, elektrisch gefahren, ist genau das Gleiche. Und da muss man jetzt wirklich aufpassen. Aus unserer Sicht muss man wirklich aufpassen. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, vielleicht fahrt ihr ja auch ein Plug-in-Hybrid und habt vielleicht diesen Charge-Modus noch nie ausprobiert oder ihr nutzt ihn ganz bewusst. Und deswegen würde mich sehr interessieren oder uns sehr interessieren, schreibt doch mal wirklich in die Kommentare, wie ist eure Beobachtung bei eurem Plug-in? Wie viel Prozent rein elektrischen Fahranteil schafft ihr denn, ohne das Auto zu laden? Also an der Steckdose zu laden. Genau. Und ansonsten sind die Kommentare dafür auch da, um uns jetzt zu lynchen, weil wir uns jetzt weil wir Plug-in-Hybride jetzt durch den Kakao gezogen haben. Aber nein, es ist wirklich ein ernstes Thema, über das wir uns Gedanken machen, denn letztendlich geht es ja auch uns um die Umwelt, ums Klima. Und da müssen wir halt eben genauer hinschauen und müssen gucken, was hat wirklich einen positiven Effekt und was vielleicht nicht. Genau. Denkt dran, was jetzt kommt, ne? Kanal abonnieren, wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen wollt und gerne auch die Glocke drücken, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt. Und ansonsten haut jetzt unten kräftig in die Kommentare und schreibt, was ihr dazu denkt. Und was so eure Beobachtungen sind. Vielleicht kennt ihr ja auch Leute mit Plug-in-Hybriden. Vielleicht habt ihr euch mit denen mal unterhalten oder so. Und wie die das sehen, was die für einen Verbrauch haben, wie viel Liter Benzin. Ja, vor allem, wie viel elektrischen Fahranteil schaffen die? Und du hast es gerade richtig gesagt, das ist kein Bashing. Wir wollen einfach nur mal, auch vielleicht um diese These zu untermauern, gerne eben von euch wissen, ja, wie hoch ist euer elektrischer Fahranteil ohne zu laden. Ihr könnt es ja auch mal ausprobieren. Wenn ihr bisher fleißig geladen habt, lasst es doch einfach mal sein. Aktiviert den Charge-Modus und probiert es doch einfach mal über die nächsten 100 oder 200 Kilometer aus. Genau. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Und ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ne? So ist es. Macht's gut. Ciao, ciao.